Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine neue Folge Foodcraft und zwar auf EAs Nacken. Wir haben hier zwei Wochenaufgaben geschafft, wo wir einen Draft-Token bekommen. Das werden wir gleich einsetzen und wir bekommen ein Serie A Premium-Spieler-Pack, okay? Das werden wir dann am Ende der Episode aufmachen mit den anderen Packs, die man durch den Draft gewonnen haben. Da haben wir den Token. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Gehen wir direkt in diesen Draft rein. Ich hoffe, ja, das ist meine Main Formation. 4-3-2-1. Sehr, sehr gut mit Flügelspieler. Da können wir ein paar gute Spieler bekommen. Ich hoffe, wir können vielleicht 100 den anderen bekommen. Und das ist die erste Chance, wo ich generell mit irgendeiner Eusebio-Karte spiele. Und das ist ja die Optimus Prime-Karte. 99 Schuss. Das muss einfach laufen, Digga. Das muss jetzt laufen. Vielleicht noch ein, zwei gute Spieler wie Eden Hazard. Ja, ein Hullet noch vielleicht. Und dann läuft der Hase schon von alleine. Gareth Bale nehmen wir auch noch mit. Perfekt für meine Flanken. Ja, ihr wisst ja, meine momentane Taktik. Und da muss ich ein bisschen überlegen. Entweder nehmen wir Guendouzi oder Aua. Ich würde sagen, wir müssen Guendouzi nehmen, wegen der Chemie. Bisschen müssen wir drauf achten. Wir können nicht komplett drauf verzichten. Wir kriegen Optimus. Poles, Goals, Digga. What? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Für ein ZM-Spieler sieht er echt nicht schlecht aus. Und der hat auch eine Hunter-Karte auf sich. Also gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott, was ist das für ein Draft? Was ist das gerade momentan für ein Draft? Pogba oder Aua? Und ich würde sagen, play mir safe und holen Pogba oder spielen wir nicht safe und holen Aua? Ich habe Bock mal den Aua zu testen, den habe ich noch nie gespielt, der hat auch eine Shadow-Karte drauf. Also wir haben bis jetzt 6 Spieler bekommen, die einfach nur heftig sind. Hier können wir auch den Meunier holen, ne? Ja, passt auch perfekt. Hier vielleicht noch ein Thiago Silva oder ein Plonk. Wäre nicht schlecht oder noch besser Marquinhos. Den haben wir gleich auch noch nicht gespielt. Perfekt, Alter. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dieser Draft sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt hier eine Icon oder, ja, oh, scheiße. Varane, geht auch. Wie geht auch? Normalerweise würde ich Van Dijk nehmen, aber Varane, Team of the Year, da kann ich nicht nein sagen. Und hier jetzt vielleicht nochmal einen, wollte ich gerade sagen, einen Team of the Year, Marcelo. Ach du Scheiße, Freunde. Ey, diese ersten 11 Spieler sind schon mehr als brutal. What the fuck, Jungs. Also hier müssen wir auf jeden Fall, denke ich, auch noch Oblak holen. Und ohne Scheiß, ich würde schon direkt mit dieser Mannschaft spielen, Digga. Alles, was jetzt kommt, ist ja Bonus. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich nicht viel kommen, was in Ordnung ist, aber ich bin sowieso schon zufrieden. Diese 11 Spieler mit Eusebio vorne drin, ja, dann noch den Koreaner hier, ist ultra stark. Vielleicht noch so ein Rullet, ohne Scheiß, so ein Optimus Rullet wäre natürlich anders gut. Ja, jetzt kommt jetzt hier auf der Bank nichts, aber wie gesagt, ich bin eh schon zufrieden. Also meine Startelf ist schon so krass, kann ich gar nicht mehr meckern. Ich würde sagen, hier holen wir noch Aubameyang als Sub mit und dann schauen wir mal weiter. Ja, Sterling, Suso, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier Sterling mit. Bis jetzt noch nicht so die geilen Auswechselspieler. Auch hier nicht so geil. Ja, nehmen wir mal den hier mit, ist eigentlich egal. Wird keiner von denen, der angeboten wird, wird hier eingewechselt werden. Also bis jetzt nicht so gut, aber wie gesagt, wir haben eh keinen Drang. Ja, wir haben absolut keinen Drang, irgendjemand von der Startelf auszuwechseln. Aber vielleicht eher ein oder zwei. Ja, ein oder zwei vielleicht noch. Bombenkarten. Eigentlich ist es egal, ohne Scheiß, Freunde. Also die Startelf ist ultra krank. Die Bank ist einfach ultra scheiße. Was soll man da sagen, ne? Ich würde sagen, hier DeMarcus. Also ohne Witz, es gibt ja gar keinen, den ich einwechseln kann, außer Sterling. Also die Bank ist absolut Müll, Jungs. Absolut Müll. Also Sterling, Aubameyang und den Koreaner, die können wir noch mitnehmen. Aber der Rest ist ja richtig Müll, Jungs. Der Rest ist ja richtig Müll. Ich würde sagen, wir haben 92 Chemie, vielleicht können wir noch ein bisschen es pushen, ein bisschen. Schau ich mal ganz kurz. So, eins von den drei hier kann ich wählen. Beide geben uns nochmal plus 2 Chemie. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Sieht ein bisschen sympathischer aus als die anderen drei. Und ich bin eh zufrieden. Wir haben Optimus Prime, Eusebio, Optimus Prime, Skulls. Wir haben wieder Team of the Varane, Team of the Marcelo haben wir am Start. Wir haben meine Lieblingsformation.
Oblak sollte ganz gut sein. Skulls. Oh, guck mal, das, diese ZM-Spieler hier. Alle übertrieben, Freunde. Ohne Scheiß. Die sind ja anders gut. Und ich würde sagen, Freunde, da haben wir genug geschnackt. Das Team gefällt mir saugut. Wir gehen direkt mal ins erste Match. So, Freunde, der erste Gegner für meinen Mega-Team. Oh, shit. Auch sehr, sehr stark. Optimus Figo, Optimus Best, Optimus Vieira, Team of the Year, Modric, Headliner, Pogba. Alter, was kriegt denn jeder hier für ein krankes Team? Ich glaube, Sommer war aber auf, 3 Chemie. Das können wir vielleicht ausnützen. Let's go, würde ich sagen. Mal schauen, was wir mit Eusebio reißen können. Schick ihn, Bale schickt Eusebio. Komm, Eusebio. Oh, oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich, ja, mit der Hunter-Karte hat er 99 Pace. War schnell genug, um an den Ball noch zu kommen. Ich wusste, ich durfte nicht sofort schießen. Deswegen wollte ich eigentlich an den vorbeilaufen. Hatte ein bisschen Glück natürlich hier. Erstes Ding für Prime Optimus Eusebio. Schöner Ball für Marcelo. Und 2-0. Ihr wisst das, ich spiele so gerne in dieser Formation mit meinem Außenverteidiger auch nach vorne. Besonders wenn du jemanden hast wie Marcelo, der halt wirklich vorne wie ein Neymar spielen kann. Gefährlich. 2-0. Oh, ich habe Lust auf euch, Siebel. Ich sehe schon, wie krass der auch in der Luft sein kann, obwohl der glaube ich 1,75, 76 ist oder 1,74. Was ein Ball von Eusebio für Hazard. Und so kenne ich den Hazard. So kenne ich den Hazard vor dem Patch und auch nach dem Patch. Eiskalt vor dem Tor. Schauen wir mal, was da Eusebio drauf hat. Ich baller mal direkt hier. Oh, gegen den Pfosten. So, Freunde, ja, am Ende habe ich kein Tor mehr geschossen, weil ich versucht habe, irgendwie diese Flick-Tore zu machen. Habe ich bei Nependis gesehen, ich wollte das mal ein bisschen austesten, hat leider nicht so gut geklappt. Das Spiel war aber eh gelaufen, deswegen, ja, musste ich jetzt nicht auf Ernst spielen und ihn 10-0 wegschießen. Habe versucht, halt ein bisschen was auszuprobieren. Hat ein bisschen geklappt, bisschen nicht. Nicht so, dass wir in der zweiten Runde, dann würde ich sagen, ja, ab geht's in die nächste Runde. So, Freunde, der zweite Gegner in diesem Draft. Mal gucken, was er für ein Team hat. Was? Mit Eusebio und Pelé und Messi, Digga. Ah, und jemand hätte ich auch Bock. Den würde ich auch mal gerne austesten. Ja, sehr, sehr starkes Team. Die linke Seite vielleicht eine Schwachstelle, aber wer weiß, wen er noch alles auf der Bank hat. Also da müssen wir auf jeden Fall Gas geben. Pelé und Eusebio plus Messi, das sind schon drei starke Spieler. Komm auf Aubameyang. Oh mein Gott, 2 Minuten auf dem Platz. Er macht direkt das Tor. Maschine, ey. Den habe ich auch in diesem FIFA noch nicht oft genug getestet, muss man sagen, den Aubameyang. Der ist ja eigentlich an sich jetzt auch nach dem Patch ziemlich Meta. Oh mein Gott, Paul! Skulls, Alter, mit einem Banger. Oh mein Gott. Ich wollte nicht mit Time Finish schießen, hab's anscheinend nicht gut genug getimed. Trotzdem gibt der Schuss wieder eine Rakete rein. Oh mein Gott. Ich meine, ein neuer Schuss mit Hunter ist 99. Let's go. Und der Gegner da. Da kenne ich natürlich absolut nichts, wenn du den Tor rausholst. Marcelo hat die Schusswerte, um so ein Ding auch dann reinzulupfen. 3-0. Das ist stark gemacht vom Gegner. Stark gemacht, 3-1, Pelé. Wie geht das mit den Flicken? Kann das mir vielleicht einer einen Tipp geben, wie man ihn so schön hochflickt, damit man den Volley nehmen kann? Bei mir fliegt er zu weit nach vorne und nicht hoch genug. Könnt ihr vielleicht mir einen Tipp geben? Ich versuche das Ganze zu lernen, weil ich das bei Independence gesehen habe. Ansonsten, Eusebio hier hat da nicht viel gemacht. Aubameyang und Bale haben mir ein bisschen gezeigt, was sie drauf haben. Und da würde ich sagen, denke ich mal verdient. Und dann gehen wir damit in die dritte Runde. So, Freunde, der dritte Gegner für diesen Draft. Mal gucken, was er für ein Team... Was? Holy shit. Digga, der hat 6 Optimus Prime Karten. Und darunter ist Pelé, Del Piero und Rollet. Was zur Hölle hat der für ein Team? Mit Team of the Year Marcelo noch. Alter Verwalter. Das wird auf jeden Fall kein einfaches Match. Oh mein Gott, Hazard, das ist doch deine einzige Stärke.
Die ist nach dem Patch auch noch weg. Wie hat Eusebio denn den reingemacht? Hä? Boah, schön, Munier, mit einem guten Run. Bell, get on side. Das muss ein Tor sein. Sehr, sehr schön. Also ihr seht, selbst mit Spielern wie Munier, da ist der Gegner draußen, kann man trotzdem nach vorne spielen. Ja? Munier hat nicht die Werte dafür. Er ist ein bisschen langsam, er ist breit, ja? Er ist nicht der beweglichste, aber er ist immer noch schnell genug, ja, um Bale den Ball reinzuschlagen. Dann würde ich sagen, 3 Siege hintereinander, wir gehen ins Finale. So, Freunde, der finale Gegner. Mal schauen, was er für ein Team hat. Dreierkette erstmal sehr, sehr interessant. Und, Optimus Prime Cruyff. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gegen ihn spiele. Ich bin mir aber nicht sicher. Bin mal gespannt. Dreierkette. Muss auch bis zum Ende spielen. Ich bin mal gespannt, wie er die Dreierkette spielt. Oh, let's go. Eusebio, die letzte Aufgabe, die noch erfüllen muss. Come on. Komm hier, Eusebio. Oh nein, ich habe einen Time Finish benutzt und das hätte ich ohne wohl machen sollen gegen die Latte. Jetzt aber jetzt. 5 Meter. Yes, Eusebio, komm. Weil das Game ist so delayed ist, konnte ich bevor der Schuss rauskam noch auf X drücken, also passen. Und dann konnte ich noch einen Fake-Shot machen in Van Dijk. Das sind 11 Meter, den müssen wir jetzt reinmachen. Ich bin so schlecht in. Ich bin so schlecht in 11 Meter schießen, ne? Marcelo? Jetzt aber. Ja, Mann. Bisschen glücklich, aber ich denke, im Großen und Ganzen verdient. 3-4 gute Chancen rausgespielt und ein Tor geht dann in Ordnung, auch wenn es ein bisschen glücklich ist. Oh mein Gott, der Computer, habt ihr das gesehen? Ich will nichts dazu sagen, weil dann wieder. Aber krass, wie der Computer an den Kreuz vorbeigeht. Das ist seine erste Chance. Ja, 1-1, nice. Wohin geht der? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Also das war random as fuck. Aber am Ende des Tages würde ich auch hier sagen, es geht in Ordnung, weil ich mir so viele Chancen herausgespielt habe. Bale aus der Drehung mit rechts durch die Beine. Also ich muss da nicht viel sagen, dass da ein bisschen was gepatcht werden muss. Komm jetzt, Eusebio! Sei der Matchwinner! Nein, Eusebio, komm! Nein, der hat es auf dem Fuß gehabt, Eusebio. Du hättest der Matchwinner sein können. Das ist noch ein bisschen difficult, Mr. Hunt. Mann! 3 Chancen, 3 Tore. Ey, das ist so krass, dieses Spiel. Also, könnt ihr mir wirklich erzählen, was ihr wollt. Es ist nur ein Draft, ich bin im Finale, es ist egal. Aber wie man Spiele verliert, ey. Alter Verwalter. Ja, mein Gott, Paul Scholes, Alter. Was ist das für eine Maschine, Mann? Ja, so retten wir uns doch noch ins Elfmeterschießen, Freunde. Aber gegen ihn habe ich jetzt schon ein paar Mal verkackt, muss man sagen. Nein. Glück gehabt. Riesen Glück gehabt. Mann. Nice, Sterling, komm. Yes, ich wusste es. Irgendwann musst du wieder in die Mitte schießen. Nice, Eusebio. Come on. Wenn wir den halten, haben wir, glaube ich, gewonnen. Hey, er schießt einfach wirklich eiskalt wieder in die Mitte, ne? Yes, macht aber nichts, weil Guendouzi. Guendouzi macht das entscheidende Tor. Die Kamera geht gleich aus, Freunde. Ich zeige euch trotzdem nochmal die Stats. Ich denke, im Großen und Ganzen geht es in Ordnung, Freunde. Guckt euch das an. Ich denke, das ist verdient, dass wir am Ende doch noch irgendwie es geschafft haben. Paul Scholes, Man of the Match. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn meine Kamera wieder an ist. So, Freunde, ich bin zurück. Kamera ist wieder an. Bevor wir die Belohnung abholen,
kurzes Fazit, kurzes Review zu den ganzen Spielern hier. Fangen wir mit dem Main Man an. Eusebio, sehr, sehr gut gewesen. Nachteil für mich war seine 4-Star Skills. Ja, ich brauche, wenn ich ihn auf dem Flügel spielen möchte, 5-Star Skills. Ja. Im Sturm oder ZM könnte ich mir ihn vorstellen. Ansonsten, ja, ist er sehr, sehr stark. Einzige Schwächen, 1,75. Er wird dir nicht jedes Kopfballduell gewinnen. Er wird dir Kopfballduelle gewinnen, mehr als du denkst, weil, ja, 90 Sprungkraft kann man mit Hawk zum Beispiel noch hochpushen. Und 4-Star Skills ist für mich, wie gesagt, dann kein perfekter Spieler. Kostet 9 Millionen, extinct. Ich persönlich würde mir niemals für 9 Millionen holen. Da würde ich mir lieber Team of the Year Mbappé holen und Team of the Year Neymar oder Hullet oder Team of the Year Marcelo dazu. Stell mal vor, ihr könnt euch Team of the Year Mbappé holen, die mittlere Version von Hullet und noch Team of the Year Marcelo oder ein Optimus Prime Eusebio. Da würde ich mich wahrscheinlich für die drei anderen Spieler entscheiden. Hazard muss ich sagen, leider nach dem Patch nicht mehr so stark wie vorher, ja, wo ich ihn mal gespielt habe. Weil auf dem Flügel brauche ich jetzt unbedingt fast das Skills. Ihr wisst, Tornado-Flanken geben dir nochmal eine Option, den Gegner zu verwirren. Flanke ich normal oder Tornado-Flanke oder ziehe ich nach innen. Ja? Wenn du die fast das Skills nicht hast, hast du schon mal eine Option weniger. Da hat der Gegner auch eine Sorge weniger. Deswegen. Und er ist auch nicht Kopfballstart. Das ist schon nicht so gut. Bale, ihr wisst, wie ich ihn mag. Immer noch sehr, sehr gut. Einzige Schwäche ist sein Weakfoot. Post Goals ohne Scheiß fand ich so gut als ZM-Spieler. Der kostet momentan 1,1 Millionen auf dem Markt. Wenn die SBC ungefähr 800, 900k kostet. Ja, und ich habe schon eine Icon. Das kann ich da automatisch 450k abziehen. Bezahle ich vielleicht, wenn ich auch die Packs dazu rechne. 350, 300k, wenn ich Packlack habe, vielleicht dann noch weniger. Würde ich ihn wahrscheinlich machen, wenn er als nächstes kommen würde. So übergangsweise, bis ich einen anderen ZM-Spieler finde. Weil ohne Scheiß wird 300k, 350k. Ultras gut, als ZM-Spieler, wie gesagt, als ZM-Spieler ultras gut. Außer Defensive und ein bisschen Pace hat er alles, was du brauchst. Die beiden sind wahrscheinlich, ja, einer der besten Box-to-Box-Spieler, wenn du die halt einbauen kannst und die Münzen hast. Also ich fand so Guendes oder Guendouzi einen Ticken nochmal besser als Awa. Marcelo, wie gesagt, besser Linksverteidiger für mich. Oblak war okay, hat ab und zu oft die Bälle gefaustet, ja. Wo ich denke, hätte es vielleicht auch fangen können. Varane war solide, aber ich fand auch Marquinhos sehr, sehr gut. Also den kann ich eigentlich auch fast nur empfehlen. Und Meunier hat auch seinen Job gut getan, so gut es geht. Ja, ich wusste, er hat nicht viel Pace, er ist nicht der Beweglichste. Das wusste ich und habe mich dann ein bisschen angepasst. Und Aubameyang, wie gesagt, finde ich jetzt auch ganz, ganz gut. Er ist wahrscheinlich jetzt besser als vor dem Patch. Ich würde ihn vor Hazard bevorzugen, einfach weil er ja größer ist. Und dann würde ich sagen, genug geschnackt. Nehmen wir mal die Belohnung an. 4 Siege. Können wir heute mal ein 100k-Pack bekommen, EA. Bitte! Ja, okay. Goldwerk, Goldpack, Premium-Goldspieler-Pack. Kann man so mitnehmen. Ich habe ja, wie gesagt, noch so ein Serie A-Premium-Spieler-Pack. Und wir werden jetzt noch eine SBC mitnehmen. Das ist dieses zu 10. Habe ich irgendwelche Spieler benutzt, die ich im Verein hatte. Ah, da muss ich noch eine ZM, so TDM-Karte geben. Zack, habe ich ja 15 Stück. Wird wahrscheinlich nicht so teuer sein. Und ich glaube, alle sind hier untauschbar. Kriegen dafür ein 50k-Pack. Meiner Meinung nach geschenkt von EA, ja. Die schenken schon viele Packs, da darf man sich auch nicht beschweren, wenn da nichts rauskommt. Und den Schmeichel würde ich persönlich nicht machen. Der ist, glaube ich, zu teuer. Der ist viel teurer als die, ja, als ein normaler 87 gerateter Spieler auf dem Markt. Aus dem ersten Pack, Gold Pack, kommt ein Non-Rare-Spieler. Ne, ein Rare-Spieler, aber der wird wahrscheinlich nichts wert sein. So, Freunde, nächstes Gold Pack. Können wir hier ein bisschen lacken. Ein Seltener ist hier dabei. Es ist kein Walkout. Es ist auch kein Rare-Spieler. So, jetzt kommen wir zu den Lecker-Schmecker-Packs. Ich würde sagen, wir machen ein Premium-Goldspieler-Pack auf und dann ein Serie-Premium-Goldspieler-Pack. Walkout! Oh mein Gott, es könnte sich schon gelohnt haben. Komm schon, EA Sports! Das hat sich eigentlich jetzt schon gelohnt. Walkout ist schon immerhin sehr, sehr gut voran. Nein, wer ist das? Umzieht die Scheiße. Aber ich nehm's. Oh, Varane wäre auch nochmal sehr, sehr lecker gewesen. Aber ein Umtiti. Ja, was für ein Plus. Wir haben mit Taraf-Token gespielt. Und das ist sozusagen irgendwo for free. Das sind 30.000 Münzen, oder? Sehe ich das richtig? 30.000 Münzen. Nice. Da machen wir auf jeden Fall ein bisschen Münzen wieder zurück. Nice. Ja, was heißt zurück? Was laber ich für eine Scheiße? Das war ja eh for free, der Draftung. Und ja, nur kurz Update. Den habe ich verkauft, den habe ich noch eben im Verein gehabt. 30.000 Münzen. Die OTWs, bisschen mit Verlust verkauft. Die sind überteuert weggegangen. Die anderen Spieler, ja, habe ich so weggehauen. Dann noch einen Silberspieler, habe ich euch im gestrigen Video gezeigt. Habe ich im Stream gezogen aus den Squad Battle Rewards.
Und ich habe jetzt in vielen 85er, 84er investiert. Die werde ich auch noch verkaufen, die OTWs. Ihr seht es, Witzel, Lacazette, 84er. Ich hab, am meisten glaube ich in Witzel und Benzema, Ibra, weil die Preise sind ultra krass. Ihr könnt alles mitnehmen, worauf ihr halt Bock habt, ne? Ich habe halt in 85er am meisten investiert, weil ja ich kein Kapital habe, aber die 17.000 Münzen oben werden auch noch investiert nach dieser Folge. Weil Freunde, diese Preise, die ihr jetzt seht, werdet ihr lange nicht mehr sehen. Sobald eine SBC kommt oder ein, zwei SBCs kommen, oh, immerhin Leinwand, werden die auf jeden Fall krass steigen wieder. 83er, Viviano. Ist, glaube ich, umtauschbar. Wie gesagt, habe ich aus der Wochenaufgabe nicht mal so gerne mit. So, dann haben wir noch zwei gute Packs. Können wir hier Back-to-Back Futuraf Walkout sehen? Na, leider nicht. Aber wie gesagt, ich bin schon absolut zufrieden. Wir haben so krass Gutes gezogen. Deutschland, Torwart, das ist wahrscheinlich, ja, Baumann. Und dann kommen wir zum letzten Pack für diese Folge. 50k Pack aus der SBC zu 10. Come on, EA, maybe. Gnädig und noch ein Walkout? Na, schade. Bin aber zufrieden. Wie gesagt, Draft Home war for free von der Wochenaufgabe. Ganz, ganz easy zu machen, Jungs. Müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nochmal Ibrahimovic, ein 85er. Sehr, sehr nice. Momentan 7 bis 7,5k wert. Aber wie gesagt, nur eine SBC, eine heftige SBC. Oh, das ist ein sehr, sehr gutes Pack. Und diese Spieler hier, die ihr momentan seht, die halt auch sehr, sehr günstig sind, werden wieder im Preis explodieren. Deswegen, Freunde, wenn ihr oben links Münzen habt, seid nicht dumm, lasst die nicht rumliegen, investiert in irgendwas, in Informs, in High-Rated Informs, in 83er, 84er, 85er oder High-Rated Spieler. Irgendwas, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Falls euch Futuraf immer noch gefällt, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen oder mit einem Kommentar. Dann versuche ich das immer noch öfters zu bringen und dann würde ich sagen, euer Maro Casey ist erstmal raus und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao!